Ja, hallo und somit herzlich willkommen zurück bei The Bus Driver. Heute geht's weiter mit Stufe 3 und wir fangen gleich mal an mit der Linie 55 Innenstadt. Wer ins Mayday Hospital muss, nimmt Linie 55. Ein Endpunkt Grove Park befindet sich in der Innenstadt, der andere Hounslow im Industriegebiet. Tief hängende Wolken und die Abendsonne zaubern einen feuerroten Himmel. In diesem Licht sehen sogar Fabrikschlote malerisch aus. Na dann, let's go. Mal schauen, wie es heute wird mit Verspätungen und Strafpunkten. Das Wetter sieht schon mal ganz schön aus, wie versprochen eigentlich. Kann ja nur gut werden. Heute mal mit einem etwas anderen Linienbus unterwegs. Okay, was war jetzt hier falsch? Naja, ich muss sagen, mit einem anderen Linienbus unterwegs, der mal etwas mehr europäisch aussieht. Komm schon um die Kurve. Irgendwann müssen wir dann nach links abbiegen, deshalb würde ich sagen, fahre ich schon mal in die linke Spur hinüber. Bitte nicht rot werden, bitte nicht rot werden. Knappes Ding. Sonst wäre das eine richtige Vollbremsung gewesen. No! Oh shit! Fuck. Ja. Schön. Gleich zweimal Minuspunkte. Vollbremsung und über eine rote Ampel geballert. Gar nicht gut. Minus 41 Punkte. Naja. Und 10 Sekunden Verspätung. Downtown. Sind wir jetzt hier? Nächste Haltestelle ist Upminster. So wie es aussieht, fahren wir hier etwas kreuz und quer hin und her. Hat sich gereimt. Die Bremsmanöver sind echt heikel. Der Bus. Okay, nee, ich will mich jetzt nicht wieder über die Steuerung aufregen. Die hat echt beschissen. Aber gut. Sekunden Verspätung. Nächste Halt Chase Cross. Heute ist echt wenig los auf den Straßen hier und das im Downtown. Und schon 50 Sekunden Verspätung. Können wir leider nicht mehr aufholen.
die Ampel wird rot. War so klar. Wie das gerade aussah mit der Kurve bei dem Bus. Shepinston Lane. Mayday Hospital ist der nächste Halt. Mit 40 Sekunden Verspätung müssen sie halt rechnen. Ab in den Tunnel zur letzten Haltestelle. Hounslow. Jetzt ja keine Unfälle mehr bauen. Nicht über rote Ampeln fahren. Und auch keine Vollbremsung machen. Dann könnte das eigentlich ganz gut für uns hier aussehen. Hier da links ist die Haltestelle. Okay, er lässt uns knapp vorbei. Oder ich habe mir einfach nur die Vorfahrt genommen. Wahrscheinlich eher das zweite. Was war jetzt das wieder für eine Strafe? Ich habe richtig geblinkt. Ich bin nicht im Gegenverkehr gefahren. Gut. Haben wir das geschafft? Hounslow. Aufgabe erfüllt. Beförderte Fahrgäste 37. Bonuspünktlichkeit 41%. Gar nicht gut. Bonus waren 35, Strafe 4. Boah, 3400 Punkte. Mit dem kann ich leben. Dann geht's gleich weiter mit Eastern High School. Viele Teenager aus dem Sunshine, aus den Sunshine Suburbs besuchen die Eastern High School. Sammeln Sie sie im Viertel auf und bringen Sie sie sicher über kurvenreiche Straßen zur Schule. Verlassen Sie eine Haltestelle erst zu der im Fahrplan genannten Zeit. Ja, das wird wohl keine Schwierigkeiten darstellen, wenn ich eh immer zu spät bin. Aber mal schauen, vielleicht ist ja hier die Zeit etwas anders eingerichtet. Gut. Nächster Halt, Aerith. Ich schätze mal, eigentlich sollten hier jetzt keine Leute aussteigen wollen, da wir die Kinder einsammeln, die zur Schule gehen. Aber das hat das Spiel bestimmt nicht mit berechnet. Aber werden wir gleich sehen.
Gut. Hier hat sich meine Theorie schon mal bestätigt. Niemand ist ausgestiegen. Komm um die Kurve bitte, danke sehr. Sieht ja ganz idyllisch hier aus. Mit den kleinen Häusern. Hier würde ich auch noch wohnen wollen. Late Green. Nächster Halt, Biggin Hill. Das ist dann wohl der Hügel hier rechts. Sonst würde es keinen Sinn ergeben. Oh shit, fast eine Vollbremsung gemacht. Da habe ich jetzt nicht darauf geachtet. Danke fürs Warten. Ich sehe die Ampel leider gerade nicht. Gut. Das wäre dann wohl rot gewesen. Was jetzt hier genau los ist, keine Ahnung. Können wir vielleicht umfahren irgendwie? Staut sich gerade etwas sehr. Aber wir müssen im Fahrplan bleiben. Daher versuchen wir einfach irgendwie uns hier einzumogeln. Und haben wir auch geschafft. Dann haben wir hier gleich Scheiße. Leute, alle Kinder hier eingesammelt und dann geht's auf zur Highschool. Über kurvenreiche Straßen dieses Jahr. Mal schauen, ob das wirklich so ist. 3 Minuten 50 haben wir Zeit. Für etwa 100 Meter, Kilometer, 1 Kilometer. Wahrscheinlich eher 1 Kilometer, würde ich schätzen. Sollte eigentlich machbar sein in dieser Zeit. Aber werden wir ja gleich sehen. Wahrscheinlich gäbe es eigentlich auch eine einfachere Strecke, wenn ich das so auf der Map sehe. Aber gut, wir müssen hier durch. Und jetzt auch noch mit dem Schleicher vor uns. Sehr gut. Kann ja nur noch besser werden. Überholen darf man hier leider nicht.
Daher heißt es jetzt dahinter bleiben. Nicht bremsen, komm schon. Fahren heißt die Devise. Noch 1 Minute und 40 Meter. Wahrscheinlich eher 400 Meter. Würde ich sagen. Jetzt bitte, bitte biege nicht nach links ab. Und mach keine Vollbremsung. Ja, alles gut. Das war jetzt knapp. Zum Glück bin ich ausgewichen, sonst hätten wir ihn richtig mitgenommen. Aber ging gerade noch gut. Die nächste links und dann wären wir auch schon bald bei der Highschool angekommen. Die Kinder haben leider eine kleine Verspätung wegen mir, kann ich leider nicht viel machen. Wollte ich schon sagen, die Straße ist hier gesperrt. Sah gerade richtig so aus. Gut, haben wir das geschafft? Durch die enge Baustelle. Und hier links ist auch schon die Highschool. Mit einer halben Minute, mit einer Minute Verspätung. Ja, damit muss man halt rechnen. Wenn man mit mir fährt. Eastern High School. So, da sind wir. Bitte alle aussteigen und haben einen schönen Tag. Fahrgäste 18, Bonuspünktlichkeit gar nicht gut, 38%, Bonusfahren 28% und 2 Strafen. Sieht doch ganz gut aus. Und damit geht's weiter von Süden nach Norden. Diese Route ist wie eine Expedition zum Nordpol. Sie ist lang, führt Richtung Norden und erfordert einiges an fahrerischem Können. Holen Sie Touristen am Airport ab und bringen Sie sie in Ihre Hotels. Die Haltestellen befinden sich vor dem Vista Glacier Resort Hotel und dem Sunshine Hotel. Gut, das Vista Glacier Hotel kennen wir ja schon von einer anderen Fahrt. Mal schauen, wie es diesmal wird. Im Winter wieder. Oh shit. Da muss man ja schon etwas mehr aufpassen, dass es rutschig sein kann auf den Straßen. Rinsley International Airport.
sind zwei Haltestellen, also zwei Hotels, die wir anfahren. Ich hoffe, die Fahrgäste kommen pünktlich an und sind zufrieden mit meinem fahrischen Können. Aber das werden wir dann am Schluss sehen. Holy shit, Alter. Was war das jetzt bitte? Kaum bremst man etwas ab, kommt der Bus ins Schleudern. Und man baut gleich einen Unfall. Das hat mich jetzt überrascht. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Dass das gleich so schlimm ausgehen könnte. So, ab auf den Highway. Oder auf die Interstate. Eins von beiden. Ich sage Las Hier Resort Hotel. Zweite Spur. Ja, Busse und Steigungen haben es nicht so gut miteinander. Wie man hier sieht. Wir fahren 34 mph, denke ich mal, obwohl man vielleicht hier 50 fahren dürfte oder 60. Und da ist auch schon unsere erste Haltestelle, das Vista Glacier Resort Hotel. Ging ja ganz fix, ohne große Verspätung sogar. ...20 Sekunden, mit dem kann man leben. 9:40 zur nächsten Station. Ja, leider nur noch 9 Minuten. Sollte aber eigentlich trotzdem klappen. Hoffentlich. Da hat uns netterweise ein Bus hier rausgelassen. Oder ich habe mir halt wieder mal die Vorfahrt genommen. Konnte ich leider nicht so schnell sehen. Fahre ich jetzt richtig eigentlich? Hätte ich hier lang müssen oder müsste ich jetzt unten durch? Da habe ich jetzt irgendwie nicht aufgepasst. Aber ich meinte, hier entlang wäre richtig. Was soll jetzt das hier wieder für eine Scheiße? Darf man hier eigentlich überholen? Gibt zumindest keine Strafpunkte. Von daher denke ich mal, das ist auch so vorgesehen, da wir sonst den Fahrplan gar nicht einhalten können. Was hier ein großes Problem darstellt. Nur im Tunnel überholen finde ich jetzt nicht gerade schlau. Aber wir können es versuchen. Ich lasse
erstmal den Blinker an, damit ich sehe, wie weit die Wand hier ist. Quer rüber zur anderen Seite. Das wird jetzt hier ein bisschen ein Spiel aus Kameras, Blinkeraktionen und... geht das gut? Ja, gut, okay. Und Fahrmanövern, die eigentlich verboten sind. Aber sonst kommen wir sicher nicht rechtzeitig an. Okay, nee, diese Kurve will ich jetzt ungern überholen. Da ja schon recht spitz aussieht. Okay, egal, machen wir es trotzdem. Das war wieder ganz knapp einen Unfall verursacht. Gut. Auch hier muss ich mich wieder durchschummeln. Sonst geht das gar nicht. Eine perfekte Meine. Genau, so sehe ich das auch. Haben wir sehr gut gemeistert. Zum Glück sieht das ja hier niemand, was ich hier mache. Versuchen wir mein Glück auch hier nicht durchzuschummeln. Sollte ja eigentlich kein Problem sein. Gut, dann haben wir gut abgeschnitten. Hier muss man einfach zum Raser werden. Sonst wird das nichts. 4 Minuten, 200 Meter. Nein, 2 Kilometer. Oder 2 Meilen. Ja, wahrscheinlich eher 2 Meilen. Und was jetzt 2 Meilen sind, weiß ich leider nicht aus wenigen Kilometern. No, no, no! Oh, fuck. Gut, das war jetzt absehbar. Entweder eine Vollbremsung oder die rote Ampel. Da hätte man jetzt nichts von beiden verhindern können. Und auch hier wieder geht die Ampel rot, bevor ich zurückkomme. Jo, Leute, ich muss auch rechts abbiegen. Lasst mir doch bitte etwas Platz. Danke. Gut, noch 3 Minuten. Und 1,7. Distanz. Hoffentlich schaffen wir das pünktlich. Leider kann ich das irgendwie gar nicht einschätzen. Zum
Glück sammeln wir hier wieder gut Punkte, um die rote Ampel auszugleichen. Go, 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 go! Kommt schon, müsst jetzt so wieder fahren, die schlimmsten Deppen. Komm bitte, wird grün. Ich muss hier rüber. Sorry. Nimm die Kurve bitte, danke. Das Kurvenfahren in diesem Spiel ist echt nicht schön anzusehen. Und selbst mit meinen unglaublichen Fahrmanövern konnte ich die Zeit leider nicht aufholen. Was mir ja irgendwie klar war. Und wir kommen wieder mal zu spät. Ich habe keine Ahnung, wie man hier die Pünktlichkeit wirklich schaffen sollte mit irgendwie 100%. Das schafft man doch einfach gar nicht. Selbst mit diesen Fahrmanövern, die ich jetzt hier gemacht habe. Nicht in der Spur. Ja, sorry. Soll man sich hier in der Spur halten können, wenn man sich nicht auf die Kurvenlage des Busses verlassen kann. Selbst so kann ich mich hier nicht drauf verlassen. Weil der Bus einfach scheiße fährt, sorry, ist so. Gut, gleich sind wir da. Dann haben wir es geschafft. Zwei Minuten zu spät. Nicht gut, nicht gut. Und die Ampel wird auch noch rot. Fuck. War irgendwie so klar. Und leider habe ich da die andere Spur nicht gesehen, sonst hätte ich ausweichen können.
Naja, wenn jetzt das noch als rote Ampel zählt. Wäre ich jetzt ausgerastet. Aber gut, hat es nicht. So. Bitte alle aussteigen. Wir sind am Sunshine Hotel angekommen. Mit 3 Minuten Verspätung. Tut mir wirklich sehr leid. Aufgabe erfüllt. Beförderte Fahrgäste 30, Bonuspünktlichkeit 23%. Bonusfahren dafür 39 und Strafe 6. Boah. Gut. Hätten wir das geschafft? Die ersten 3 Stück von Stufe 3. Somit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei The Bus Driver. Tschüss!